Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen, liebe Expertinnen und liebe Experten. Ich freue mich, dass Sie unsere Einladung zu dem Pressbriefing mit der Überschrift „Wie ist es um die Biodiversität in Deutschland bestellt?“ anlässlich der Veröffentlichung des Faktenchecks Artenvielfalt in der kommenden Woche gefolgt sind. Ganz wichtig, dieses Embargo läuft unter Embargo, also unterliegt noch einer Sperrfrist. Deswegen bitte bis zum Ende dieser Sperrfrist fleißig recherchieren, aber nichts dazu publizieren. Und nach Absprache mit den Autorinnen und Autoren konnten wir die Sperrfrist auch noch ein bisschen nach vorne kitzeln, denn in der Einladung stand drin 1.10. 4 Uhr nachts und wir wissen, dass das für viele von Ihnen draußen ein bisschen schwierig ist mit Print und Online. Deswegen fällt die Sperrfrist jetzt bereits am Montag, 30.09. 18 Uhr. 30.09. 18 Uhr. Sie kriegen von uns im Nachgang auch noch mal eine Mail, in der wir Ihnen das auch noch mal schriftlich geben, damit Sie das gut wissen. Ja, trotzdem sind wir fast eine Woche vorneweg und wir haben diesmal richtig viel, viel Vorlauf, viel mehr als sonst, aber das nicht ganz ohne Hintergedanken. Denn der Faktencheck Artenvielfalt ist ein richtig, richtig umfangreicher Begriff mit ganz vielen Kapiteln und es ist unmöglich, dass wir die in diesem Briefing alle durchgaloppieren können. Und deswegen ist es für Sie ja vielleicht auch gerade mit verschiedenen geografischen Verortungen interessant, da noch weiter zu recherchieren und auch konkret zu gucken, was in Ihrer Region vielleicht interessant sein könnte. Wir schicken Ihnen am Ende auch noch eine E-Mail und verraten, wie Sie da an weitere Informationen kommen können. 145 Autorinnen und Autoren aus insgesamt 78 Institutionen haben die Köpfe zusammengesteckt und rausgekommen sind über 1.100 Seiten eines Berichts. Allein die Zusammenfassung hat 100 Seiten. Vielleicht hatten Sie auch schon ein bisschen Zeit reinzugucken. Wir hatten Ihnen das ja geschickt. Und ich will jetzt überhaupt gar keine lange Vorrede halten, denn Sie wissen aus der Einladung, worum es geht. Sonst wären Sie vermutlich nicht hier. Und dann haben Sie aber vermutlich auch schon gesehen, 38 Kernaussagen wurden destilliert. Das heißt aber auch, in dieser Stunde hier haben wir nicht Zeit, über alle zu sprechen. Aber ich bin gespannt, was Ihre Fragen sind. Und ich bin auch ernsthaft gespannt, was Sie uns, liebe Expertinnen und Experten, über diesen Bericht vorstellen können. Denn 2019 ist das Global Assessment des Weltbiodiversitätsrates IPBES erschienen. Eben, wie der Name schon sagt, mit der globalen Perspektive. Und es gab seitdem auch immer mal wieder Studien, die einzelne Artengruppen oder einzelne Lebensräume für kleinere Gebiete als die ganze Welt untersucht haben, aber eben nicht so ausschließlich und umfassend für Deutschland. Deswegen bin ich total gespannt und ich freue mich eben, dass Sie alle da sind. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, hier soll es vor allem um Ihre Fragen gehen. Nutzen Sie das aus. Schreiben Sie Ihre Fragen unten in Fragen und Antworten oder Chat. Ich sehe das jetzt nicht so genau. Wir werden dann versuchen, das im Teamwork hier zu beantworten. Bei fast 60 Teilnehmenden werden wir wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können. Genau, schreiben Sie es ins F&A-Tool. Ich stelle Ihnen jetzt kurz die Expertinnen und Experten vor und danach wird Herr Wirth einen kurzen Vortrag halten, um uns eine erste Idee zu geben, was denn da kommende Woche publiziert wird. Beginnen möchte ich mit Alexandra Maria Klein. Sie ist Professorin für Naturschutz und Landschaftsökologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und koordinierende Leitautorin des Kapitels Agrar und Offenland sowie Leitautorin des Kapitels Indirekte Treiber. Ich setze fort mit Marion Mehring, Leiterin des Forschungsfelds Biodiversität und Gesellschaft am Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main und Leitautorin des Kapitels Transformationspotenziale im aktuellen Bericht. Helge Brühlheide ist Professor für Geobotanik am Institut für Biologie an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Er ist einer der Gründungsdirektoren des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung IDIF und Vorsitzender des Faktencheck Artenvielfalt. Und die Runde komplett mache ich mit Christian Wirth, Leiter der Arbeitsgruppe Spezielle Botanik und funktionelle Biodiversität an der Universität Leipzig, Direktor des Botanischen Gartens Leipzig und ebenfalls einer der Gründungsdirektoren des IDIF und der Vorsitzende des aktuellen Berichts. Na, ganz komplett ist es noch nicht. Ich soll mich auch vorstellen. Mein Name ist Silvio Wenzel. Ich bin hier Redakteur für Klima- und Umweltthemen beim Science Media Center. So, nochmal ganz kurz. Embargo bis Montag, 30.09. 18 Uhr. Herr Wirth, the stage is yours, würde ich sagen. Und ich freue mich, wenn Sie uns einen ersten Einblick verschaffen. Oh, herzlich willkommen. Können Sie die Präsentation sehen und können Sie mich auch hören? Das ist sehr schön. Direkt in medias res. Für Deutschland haben wir eine ganze Reihe von Fragen. Wie ändert sich die biologische Vielfalt?
Was hat das für Konsequenzen für die Ökosysteme, das heißt damit auch für uns? Warum ändert sich die biologische Vielfalt vor Ort? Was sind die ökonomischen, gesellschaftlichen Triebkräfte dahinter? Was können wir tun, um eine Trendwende zu erreichen? Und wie stellen wir sicher, dass auch tatsächlich etwas für die Biodiversität passiert? Einen Moment. Jetzt bin ich rausgeflogen. Ich habe Sie noch gehört, aber ich kann Ihre. Einen Moment, sehen Sie jetzt wieder? Nee, ich noch nicht. Nee, jetzt sehe ich es wieder, Frau Ja, Klein. es tut mir leid, ich bin hier auf eine falsche Taste gekommen. Sorry. So, also ich habe Ihnen gerade diese Fragen vorgestellt. Diese Fragen stellen wir an fünf Großlebensräume: Agrar- und Offenland, Wald, Binnengewässer und Auen, Küsten und Küstengewässer und urbane Räume und als Querschnittsthema auch die Bodenbiodiversität. Gehen wir direkt in die Ergebnisse rein. Status und Trends der Biodiversität. Es gibt nicht eine Maßzahl für Biodiversität, sondern sehr viele verschiedene. Wir haben drei ausgewählt. Das ist einmal die Änderung der wertvollen Lebensräume, dann Änderungen in den Gefährdungstrends von Arten und das ist neu, das haben wir erarbeitet. Änderungen in der Vielfalt, der biologischen Vielfalt von Artengemeinschaften, Biodiversitätstrends. Fangen wir mit den Lebensräumen an. 60% der wertvollen FFH-Lebensräume haben einen unzureichenden oder schlechten Erhaltungszustand. Der Trend der Lebensräume ist negativ. 40% der Biotoptypen der roten Liste haben eine negative Entwicklung. Das sind hier die roten Balken, vor allen Dingen Binnengewässer und Agrar- und Offenland. Gefährdungsstatus. Ein Drittel der Arten sind bestandsgefährdet. Das heißt, entweder stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Und diese Abbildung muss ich Ihnen erklären. Sie haben als Zeilen die unterschiedlichen Artengruppen und als Spalten haben Sie die Lebensräume. Rote Pfeile bedeuten einen Trend in der Gefährdungssituation, der negativ ist. Blaue Pfeile bedeuten positiv und grau bedeutet neutral. Was Sie hier sehen können, ganz klar, es gibt mehr rote Pfeile nach unten als blaue Pfeile nach oben. Alle Artengruppen im Agrar- und Offenland haben negative rote Liste-Trends. Es gibt positive Trends ebenfalls, vor allen Dingen Säuger und Vögel im Wald und in und um Gewässer haben positive Trends. Aber in denselben Lebensräumen haben diejenigen Artengruppen, die artenreich sind, negative Trends. Über die urbanen Räume wissen wir eigentlich fast gar nichts. Das habe ich hier nochmal zusammengefasst. Sie bekommen das ja dann auch schriftlich. Wie sieht es jetzt aus mit den Biodiversitätstrends? Verarmen unsere Ökosysteme. Dazu haben wir mit sehr viel Mühe Zeitreihen, über 15.000 Zeitreihen aus Deutschland zusammengesammelt für alle wichtigen Artengruppen und auch für die Lebensräume. Wieder blau ist ein positiver Trend nach oben, rot ein negativer Trend nach unten und grau wären neutrale Trends. Die nächste Abbildung werde ich Ihnen nicht im Detail erklären, aber Sie können vielleicht wahrnehmen, sie ähnlich ist wie die andere Tabelle, die ich Ihnen gerade gezeigt habe und dass die Muster durchaus ähnlich sind. Mehr rot als blau und im Agrar- und Offenland und auch bei den artenreichen Gruppen vor allen Dingen negative Trends. Die Positivtrends bleiben bestehen. Das habe ich hier auch nochmal dargelegt. Der wichtige Punkt an der Stelle ist, dass wir jetzt zum ersten Mal zeigen, dass die Trends in den Lebensräumen und dass die Trends in den Gefährdungskategorien sich tatsächlich durchpausen auf die Artengemeinschaften. Wir sehen also, dass die ersten Signale davon, dass die Artengemeinschaften weniger artenreich werden in Deutschland. Wichtig ist zu wissen dabei, dass diese Daten fast alle aus dem Ehrenamt kommen. Das bedeutet auch, dass wir ein klares Defizit benennen müssen, nämlich dass für eine unserer wichtigsten Ressourcen, die biologische Vielfalt, es kein repräsentatives behördliches Langzeit Monitoring gibt. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist der generelle Trend. Jetzt die Frage, woran liegt es?
Was liegt hinter den Trends? Es ist natürlich vielfältig. Was Sie hier links sehen, ist die Synopse für unser Kapitel Wald. Da haben wir abgefragt von unseren Kapitelgruppen für die verschiedenen Lebensräume, sagt uns die wichtigsten Treiber für die biologische Vielfalt. Entschuldigung, Herr Wirth, ich kann Sie nicht mehr hören. Das ist. Herr Wirth, kleinen Moment, es ist ja Staccato-Art. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wann sich die Internetleitung wieder erholt. Wir warten mal ganz kurz. Vielleicht kann ich eine Frage schon mal vorwegschießen, Frau Klein, an Sie, weil die Folie haben wir schon gesehen. Wir haben gerade gesehen, also Sie waren ja koordinierende Leitautorin in dem Kapitel Agrar und Offenland. Und wir haben da gerade gesehen, bei den Gefährdungstrends, dass alle Trends nach unten zeigen. Für alle Arten, also für alle Tiere, für alle Pflanzen. Und da frage ich mich jetzt, war Ihnen das klar, dass die Situation so ist, wie sie ist? Und ist das nicht ganz schrecklich frustrierend, wenn man so vielleicht gar keinen Lichtblick bei seiner Analyse mal in die Finger bekommt? Oder verbirgt sich unter den roten Pfeilen vielleicht doch etwas, das Ihnen Mut gemacht hat? Ehrlich gesagt, wenn man das so in der Vorstellung jetzt nochmal sieht, finde ich das ganz schön frustrierend. Das ist richtig. Und auch damals, ich habe ja die Auswertung jetzt selber nicht gemacht, da war der Helge Brühlheide sehr beteiligt. Und dann kriegt man diese Zahlen vorgelegt. Und wir haben das jetzt gesehen im Biodiversitätstrend. Da sind die Wirbellosen geprägt durch die Feldvögel. Da wissen wir schon lange, dass die zurückgehen und sich auch noch nicht erholt haben. Dann haben wir die Insekten, das ist sehr geprägt von den Daten, die wir haben. Das sind die Schmetterlinge. Schauen Sie doch mal raus. Da sehen wir vor allen Dingen die Weißlinge, Kohlweißlinge. Was sehen wir denn da noch großartig anderes? Und das hat sich auch nicht erholt. Bei den Pflanzen ist es anders. Bei den Pflanzen ist es so, dass wir einen Rückgang haben, aber auch wieder eine Zunahme. Zunahme in den Neophyten. Rücknahme in der Ackerbegleitflora. Und wenn man da mal reinschaut, was für Arten das sind, wir haben jetzt hier zwei Botaniker, der eine ist gerade rausgefallen. Ich frage mich, ob Helge die überhaupt alle noch so richtig immer schon mal gesehen hat. Da sind viele Sachen dabei, die sehen wir kaum noch. Hier so Namen wie Ackerschwarzkümmel, das kenne ich noch sehr gut. Aber dann rundblättriges Hasenohr, Ackerhaftdolde, ich habe da heute noch mal reingeschaut. Deutsches Filzkraut, das war einmal richtig viel überall da. Und wir sehen das alles überhaupt gar nicht mehr. Dafür haben wir dann wieder auch durch Maßnahmen wahrscheinlich schon wieder Arten, die reinkommen, die gehören aber hier nicht hin, auch wenn sie vielleicht die biologische Vielfalt auf einer höheren Ebene fördern können. Aber das wissen wir jetzt noch gar nicht. Also ehrlich gesagt, ja, ich war eher schockiert als erfreut. Und kein Mutmacher unter den roten Pfeilen irgendwo, den wir so nicht sehen in der Gesamtbilanz? Ja, doch, man sieht bei den Pflanzen, da geht es ja dann nicht in der Bio, also in der Artenzahl nicht runter, sondern da setzen sich die neuen Arten durch und da ist dann die Frage für die Zukunft, was bedeutet das? Und das ist durchaus was, was wir noch nicht beantworten können. Okay, nochmal ganz kurz, bevor ich mit der nächsten Frage weitermache, liebe Journalistinnen und Journalisten, bisher ist eine Frage zumindest bei mir angekommen. Das heißt, Sie sind noch zurückhaltend oder schüchtern. Brauchen Sie nicht sein, denn es soll hier um Ihre Fragen gehen. Also Feuer frei, hauen Sie die da rein und je mehr Fragen, desto besser. Machen Sie mir die Auswahl schwierig von dem, was ich dort rein moderieren darf. Frau Mehring, eine Frage an Sie, denn wenn wir mal weggucken von den konkreten Lebensräumen, nach denen ja das aufgeteilt war, was Herr Wirth kurz schon in seinem Vortrag eben gesagt hat, gibt es zwei übergeordnete Kapitel oder zwei unabhängige Kapitel, die sich nicht auf den Lebensraum konkret beziehen, nämlich einmal eines zu den indirekten Treibern und dann das, bei dem Sie als Leitautorin mitgewirkt haben, die Transformationspotenziale zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Darin geht es um die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, die es brauchen wird. Da habe ich erstmal gedacht, hä, warum steht denn da nur Erhalt in der Kapitelüberschrift und nicht Wiederherstellung, was wir sonst immer bei Biodiversität quasi wie so siamesische Zwillinge immer nennen. Und dann natürlich die zentrale Frage, was muss ich wohin, wie schnell transformieren? Ja, vielleicht zu Ihrer ersten Frage zu dem Erhalt. Also da sehen wir das in unserem Transformationskapitel, aber eigentlich auch für den Faktencheck allgemein.
dass die Wiederherstellung eigentlich eine von vielen unterschiedlichen Notwendigkeiten für den Schutz der biologischen Vielfalt ist. Also wir sehen ja, dass es durchaus jetzt auf Deutschland bezogen, vielleicht in einzelnen Regionen, in einzelnen Habitaten, unterschiedliche Dynamiken geben kann, auch wenn das Bild insgesamt nicht sehr positiv ist, wie Christian Wirth es schon vorgestellt hat. Und das bedeutet, dass es vielleicht in einigen Regionen die Wiederherstellung der Artenvielfalt ein ausgewiesenes Ziel ist. In anderen Regionen ist es vielleicht auch die Wiederansiedelung von bestimmten Arten. Und in anderen Bereichen ist es dann vielleicht auch eine Unterschutzstellung und damit vor allem die Schutzbemühungen zum Schutz der biologischen Vielfalt. Und das war der Grund sowohl für uns im Kapitel als auch für den Gesamtfaktencheck Artenvielfalt, es eben zum Schutz der biologischen Vielfalt zu sehen, und Wiederherstellung ist ein Teil davon. Und geht es da vor allem um Handlungsempfehlungen auch für Sie und mich oder vor allem um die politischen Leitplanken oder um beides? Genau, da haben wir also einerseits in unserem Kapitel zu den Transformationspotenzialen, aber auch in dem Kapitel zu den indirekten Treibern unterscheiden wir da eigentlich drei Ebenen. Das ist einerseits die Politik, die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft. Und unsere Empfehlungen, die wir ableiten aus den sehr umfangreichen Untersuchungen, die wir ja gemacht haben, die richten sich eigentlich an diese drei unterschiedlichen Akteure. Und ich kann vielleicht mal mit den gesellschaftlichen Akteuren beginnen und würde dann an Helge Brühlheide für Politik und, falls Christian Wirth wiederkommt, dann auch an ihn übergeben, vielleicht für die wirtschaftlichen Akteure. Für die Gesellschaft können wir sagen, dass wir eigentlich in unseren Arbeiten gesehen haben, es lohnt sich, sich zu engagieren zum Schutz der biologischen Vielfalt. Also jedes Engagement, sei es im eigenen Garten, den Garten ein bisschen naturnäher umzugestalten, auch einfach mal etwas sein lassen, vielleicht im Garten, ein bisschen mehr Wildnis vielleicht auch zuzulassen, kann sich durchaus lohnen, denn es ist auch so, dass die Gartenfläche in Deutschland in etwa auch der Fläche der Naturschutzgebiete gleichkommt. Das heißt, das kann durchaus einen großen Beitrag leisten. Was wir auch gesehen haben in den Fallbeispielen, die wir untersucht haben, also wir haben uns ja Wandlungsprozesse angeschaut, die bereits schon eine positive Wirkung haben oder gezeigt haben auf biologische Vielfalt, und haben versucht oder haben daraus dann Potenziale abgeleitet für zukünftige Transformationsprozesse. Und da hat sich auch gezeigt, dass wir ein sehr großes Potenzial darin sehen, auch über die eigene Akteursgruppe, über die eigene Gruppe hinaus vielleicht auch noch mal zu denken. Also wirklich auch neue Kooperationen, neue Akteure auch proaktiv anzugehen. Das bedeutet, sich zum Beispiel nicht nur zu engagieren in einem Naturschutzverein, sondern vielleicht zum Beispiel auch an Sozialverbände zu denken. Und dann darin zum Beispiel vielleicht oder auch am Sportvereine. Damit haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht, weil man dadurch auch nochmal eigentlich ganz andere Zielgruppen erreicht, die vielleicht erstmal noch nicht so viel Kontakt oder auch Bewusstsein für das Thema biologische Vielfalt haben. Und die Frage, die dahinter steht, ist eben auch, wie können wir es auch erreichen, indem man sich engagiert für biologische Vielfalt, vielleicht auch gesellschaftliche Teilhabe in der Gesellschaft auch weiter zu fördern. Das vielleicht so als kurzes Blitzlicht für die Gesellschaft, und dann würde ich erstmal weitergeben an Helge Brühlheide, was wir für die politischen Akteure auch sehen. Ja, kann ich gerne machen. Danke, Marion. Wir haben uns ja die Frage gestellt, ob wir schon die Instrumente haben, politischen Instrumente, wirklich auch eine Änderung in diesem doch sehr traurigen Trend der Biodiversität herbeizuführen. Und grundsätzlich muss man sagen, wir haben in Deutschland und auch auf der europäischen Ebene im Grunde alle Instrumente, die wir brauchen. Na, es gibt die gemeinsame Agrarpolitik, es gibt die Wasserrahmenrichtlinie, es gibt die FFH-Richtlinie, es gibt die Vogelschutzrichtlinie, es gibt die Meeresstrategie-Richtlinie. Es mangelt nicht an Instrumenten, die auch jedes für sich sehr positive Wirkungen entfaltet haben und noch weitere entfalten können. Nur sind diese Instrumente nicht unbedingt gut aufeinander abgestimmt. Das war eine unserer Schlussfolgerungen. Wir haben teilweise einen Konflikt, dass das eine Instrument nicht die Belange des anderen bedenkt. Und natürlich geht es auch immer darum, dass dann doch andere politische Entscheidungen im Vordergrund stehen und diese Instrumente in den Hintergrund gelangen. Aber grundsätzlich haben wir ein Instrumentarium, was es möglich machen sollte,
auch eine Trendwende herbeizuführen. Ja, gerne, Frau Klein. Ja, vielleicht kann ich noch mal kurz ergänzen aus der Gesellschaft von dir, Marion, weil wir da durchaus Fallbeispiele alle zusammen entwickelt haben. Und wir haben da das Fallbeispiel, was wahrscheinlich viele kennen, von der Probine oder wie es in den verschiedenen Bundesländern hieß. Und haben dort gezeigt oder haben bei den Ministerien angefragt, zum Beispiel nach den Blühflächen. Und nach 2017, als die Krefeld-Studie, den haben wir als Initiator gesehen, als die dann erschienen ist, haben wir die doppelte Menge an Blühflächen in der Agrarlandschaft in Baden-Württemberg, was eine ganze Menge ist. Also man sieht, solche kleinen Sachen bringen was. Ob das jetzt was bringt für die Biodiversität in der Fläche, das wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, dass diese Blühflächen erstmal die Biodiversität auf der Fläche und der näheren Umgebung fördert und dass diese Tiere, die dort sind, auch resilienter sind, zum Beispiel gegen den Klimawandel, also wärmere Temperaturen oder auch Pestizideinsätze. Ich habe Vielleicht noch, Frau Miriam, vielleicht noch ein paar Entschuldigung. Worte zu der Wirtschaft vielleicht nur ganz kurz noch sagen, weil das auch ein sehr wichtiger Akteur ist, den wir identifiziert haben im Rahmen unserer Arbeit. Und da sehen wir in, also Wirtschaft und Unternehmen, und da sehen wir ein sehr großes Potenzial für die Zukunft. Das spiegelt sich auch wieder in den aktuellen Debatten innerhalb der CBD, also des Übereinkommens zum Schutz der biologischen Vielfalt. Und auch innerhalb von IPBES werden auch Unternehmen und Wirtschaft für Zukunft als eine der großen Hebel gesehen. Und im Rahmen der EU gibt es jetzt ja seit Sommer diesen Jahres die neue Verpflichtung für große Unternehmen, dass sie auch ihren Fußabdruck auf biologische Vielfalt monitoren müssen. Das ist erstmal nur ein Monitoring. Die Indikatoren und die Instrumente dazu müssen zum Teil auch noch entwickelt werden. Aber wenn wir es schaffen, dass wir Unternehmen auch dafür gewinnen, auch eine Strahlkraft und Leuchttürme vielleicht auch für Positivbeispiele zu sein, für den Schutz der biologischen Vielfalt, dann liegt da auch ein großes Potenzial. Und zu diesem ganzen Themenkomplex ist direkt auch eine Frage einer Journalistin, reingekommen. Sie fragt nämlich, gibt es Beispiele für politische Instrumente, die sich gegenseitig widersprechen? Offen, also bitte bringen Sie sich ein, wenn Sie. Also da würde ich jetzt sehr ins Detail gehen müssen, aber beispielsweise ist das so bei der Abgrenzung von Wasserrahmenrichtlinie mit der FFH-Richtlinie, nicht? Also da gibt es ganz andere Nomenklaturen. Es ist manchmal nicht ganz klar, was unter was fällt. Also beispielsweise werden alle kleinen Gewässer gar nicht von der Wasserrahmenrichtlinie abgedeckt. Die großen schon, FFH gilt aber für beide. Das sind so Dinge, wo es echt schwierig ist, dann die entsprechenden Zuständigkeiten zu klären. Unter den Richtlinien, die ich eben genannt hatte, wäre ja eigentlich nur eine, die wirklich auch gegen andere verstoßen würde, die gemeinsame Agrarpolitik, nicht? Also wenn man tatsächlich dort auch Förderungen Hallo, macht, hallo, die wenig meine Herren. sinnvoll waren. Christian, wir hören dich. Die wenig sinnvoll waren für beispielsweise den Flächennaturschutz. Und das ist vielleicht der Hauptkonflikt, den ich hier nennen würde. Aber vielleicht ist das gerade, weil Sie sagten, Sie müssten sehr ins Detail gehen, das ist ja auch eine Möglichkeit, über diesen Kontakt, den wir im Nachgang nochmal per E-Mail schicken, dort auch für die Kolleginnen und Kollegen, die das interessiert, da auch nochmal ins Detail zu gehen in den nun verbleibenden Tagen. Herr Sehr Wirth, schön, dass gerne. Sie wieder da sind und nennen Sie mich Sherlock, aber das ist ein anderer Hintergrund, oder? Und das heißt, Sie sind rumgesaust. Ja, so ist es. Danke, dass Sie rumgeflitzt sind. Ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt nicht nochmal mit dem Vortrag an, weil wir jetzt einfach schon weiter vorangekommen sind. Das Und das ist würde, glaube ich, ein okay. bisschen die Dynamik aufbrechen. Aber das ist toll, dass ich Sie als Vorsitzenden dieses Faktenchecks jetzt wieder da habe. Denn dann würde ich auch gerne noch eine Frage an Sie jetzt abschießen, sozusagen. Ich meine, auch wenn Sie nicht durchgekommen sind, aber das, was wir, glaube ich, auch schon so mitschneiden konnten aus Ihrem Vortrag, ist es, klingt für mich so wie das Lied, was wir ganz oft hören, wenn wir über das Thema Biodiversität sprechen. Oder man singt ja Lieder, glaube ich, eher, ne? Der Refrain ist dann immer so ein bisschen, trotz mancher Lichtblicke und einiger positiven Entwicklungen ist die Situation insgesamt angespannt und die Trends sind alles andere als ermutigend. Haben Sie dann das Gefühl, dass die wesentlichen Player verstanden haben, wie die Situation ist und was es jetzt braucht, um die Biodiversität in Deutschland zu erhalten und wiederherzustellen? Oder ist das immer noch ein Ziel, hinter dem sich alle gar nicht so versammeln können oder das einfach unter ferner Liefen irgendwo nur bedacht wird?
Herr Wenzel, das ist eine sehr interessante Frage und Entschuldigung nochmal dafür, dass wir dieses technische Problem hier hatten und ich Ihnen Zeit stehle. Also bei der Beantwortung dieser Frage ist es ganz wichtig zu wissen, wer ist eigentlich ein wesentlicher Player? Wenn wir auf die größere Politik schauen, national, international, möchte ich mal sagen, können wir uns gar nicht so sehr beklagen. Wir haben eine Wasserrahmenrichtlinie, wir haben FFH-Richtlinie, das eigentlich gute Instrumente sind. Wir haben das Global Biodiversity Framework. Wir haben alle möglichen Absichtserklärungen, nationale Strategie etc. pp. Wir haben ein großartiges Projekt. Das Projekt für ANK nennt es sich Aktion für nachhaltigen natürlichen Klimaschutz. Entschuldigung. Das ist auch jetzt bei den letzten Runden der Haushaltskonsolidierung gar nicht so sehr geschröpft worden. Also es passiert tatsächlich auf der politischen Ebene ganz erstaunlich viel. Und ich muss auch sagen, dass ich bin ja Pate bei der Strategie der Bundesregierung zum Thema Biodiversität. Eine von den 6 Missionen hat Biodiversität im Titel. Mehr kann man eigentlich fast gar nicht verlangen. Und ich sehe auch, dass es dort sektorübergreifende Zusammenarbeit gibt. Also erstmals sprechen die Ministerien miteinander zur Beantwortung dieser Fragen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch konstatieren, dass es mittlerweile oder ganz prinzipiell auch noch einiges an Gegenwind gibt. Jetzt hatten wir gerade die Novelle des Forstgesetzes. Da gab es 1500 Eingaben von Waldbesitzern, von Lobbygruppen etc., die dazu geführt haben, dass dieses Gesetz ziemlich stark abgeschwächt worden ist. Gestern haben wir gehört, dass das Volksbegehren in der Schweiz für mehr Biodiversität ziemlich klar abgelehnt worden ist. Also wir müssen dort in der Tat noch einiges leisten an Überzeugungsarbeit. Und für diejenigen, die dann vor Ort das in der Fläche umsetzen, Waldbesitzer, Landwirtinnen und Landwirte, für die muss sich das auch tatsächlich rechnen. Und dafür muss noch einiges passieren. Die gute Nachricht ist, mittlerweile stellen wir fest, dass sowohl aus Waldseite und auch aus landwirtschaftlicher Seite um Hilfe gebeten wird für das Problem der Klimakrise. Trockenheiten, Überflutungen etc. Das heißt, wenn wir dort helfen, müssten wir eigentlich verlangen, dass die Landnutzung in einer Art und Weise geschieht, dass sie klimaresistent und resilient ist. Weil ohne Biodiversität ist das nicht zu haben. Und ich glaube, auf diese Art und Weise wird die Bedeutung der Biodiversität nochmal gestärkt. Aber da liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Okay, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt inzwischen eine ganze Reihe und vor allem eine ganze Reihe interessante Fragen bekommen von den Kolleginnen und Kollegen und da möchte ich jetzt gerne mich einfach reinstürzen und viele der Fragen werde ich einfach so in die Runde stellen. Fühlen Sie sich dann frei, die zu beantworten. Vielleicht adressiere ich auch die eine oder andere. Erstmal so eine Frage ich sag mal, zur Autorität des Berichtes. Der Kollege schreibt, der Bericht ist ähnlich aufgezogen wie IPCC-Sachstandsberichte. Es gibt AutorInnen-Teams, es gibt eine Begutachtung, es gibt eine, hier nennt es sich Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Und die IPCC-Berichte beziehen ihre Autorität daraus, dass die Regierung die Summary für Policymakers mitverhandeln. Woraus entsteht ihre? Gerne, Herr Helge, Brück. möchtest du? Kann ich gerne dazu antworten. Also erstmal grundsätzlich haben wir uns sehr an den IPBES-Bericht angelehnt und wir haben auch im Grunde so ein Zwischending gemacht zwischen IPBES und dem IPCC-Bericht, dem Bericht des Klimaweltrats. Das lag unter anderem daran, dass einer der vier Herausgeber unter uns Josef Settele ist, der auch am IPBES-Report mitgearbeitet hat und mitarbeitet. Und das heißt, wir haben die gleichen Mechanismen. Das heißt, wir fragen unsere Kollegen, die jetzt mit Autoren sind, aber auch die zahlreiche Gutachter gestellt haben. Die Vertreter aus Behörden wurden involviert, NGOs, andere Stakeholder. Also es wurde versucht, das auf eine möglichst breite Basis zu stellen. Auch Vertreter, selbst von Gruppen, wo man sagen würde, es ist jetzt nicht. Die sind nicht unbedingt an Biodiversität interessiert, nicht wie die Landwirtschaftsgesellschaft, also die Vertreter der Landwirte. Das hat sehr gut geklappt. Das hat auch einen sehr guten internen Diskussionsprozess gegeben. Was man auch noch sagen muss, ist, dass die Summary
keine präskriptive Summary ist. Es ist nicht so, dass wir irgendeine Politik vorschreiben, sondern was wir hier machen, sind wirklich fachliche Empfehlungen. Die Politik muss sie jetzt umsetzen oder halt auch nicht umsetzen. Das ist nicht unsere Entscheidung. Und deswegen glaube ich, musste auch nicht die Summary nochmal mit der Politik verhandelt werden. Okay. Frau Klein, da sind ein ganzer Haar Fragen, Potpourri, zu dem, die ich sozusagen Ihrem Kapitel zuschreiben würde. Ich versuche sie mal zusammenzubinden. Erstmal, was sind die Ursachen für den Rückgang der Artenvielfalt in Agrar- und Offenlandschaft? Welche Rolle spielt dabei die Landwirtschaft und welche Folgen hat der Rückgang von Insekten und Feldvögeln für uns Menschen? Ich versuche es mal abzuarbeiten. Also erstmal der Rückgang, woran das liegt. Also was wir immer wieder sehen an den Daten, die wir gefunden haben, und im Agrar- und Offenland war das recht viel, ist es immer noch die Strukturvielfalt, die uns fehlt. Die ist sehr stark zurückgegangen und wir schaffen es überhaupt noch gar nicht, sie wiederherzustellen. Da sind wir noch gar nicht so richtig daran, das zu erarbeiten. Und das andere ist die Verschmutzung. Da zählen natürlich die Pestizide rein, Pflanzenschutzmittel insgesamt. Da sehen wir sogar eine Verbesserung. Also es werden nicht mehr ganz so viele Pestizide aufgebracht. Also nicht die vielen verschiedenen Mittel werden mehr, aber die Mengen werden jetzt erstmal weniger. Aber trotzdem sehen wir nicht, dass die Toxizität zurückgeht, sondern die ist eher, dass sie leicht noch nach oben geht. Und wenn wir toxischere Stoffe haben, auch wenn wir weniger davon ausbringen, ist das natürlich schlecht. Also das ist auch etwas, was als zweites da ganz, ganz groß mit der Strukturvielfalt rauskommt. Das sind eigentlich so die Haupttreiber. Der Klimawandel ist auch dabei, Erwärmung, Erderwärmung. Aber er ist immer noch sehr klein dabei. Das liegt vielleicht auch noch daran, dass wir die Daten ja erst jetzt bekommen, weil er erst anfängt. Aber trotzdem ist er momentan als kleine Kugel, ist im Bericht zu sehen, in der Agrarlandschaft erst zu sehen. Ja, was bedeutet das, wenn uns die Insekten, wenn wir die nicht wieder zurückbekommen? Wir sehen es in manchen Studien, dass Nischen offen bleiben, dass manche Pflanzen, aus meinem Bereich, ich arbeite mit Bienen, nicht bestäubt werden, weil wir haben immer wieder, ich habe zwei Hummelarten, die ich ständig in der Agrarlandschaft sehe, aber kaum andere. Also die ganzen langrüsseligen Hummeln, die sind alle zurückgegangen. Da haben wir die Mooshummel, die Obsthummel, die ich noch nie hier bei uns in der Landschaft gesehen habe, die Deichhummeln. Es sind einfach ganz, ganz viele Arten, die da fehlen und die spezifische Pflanzen aber dann halt auch wieder bestäuben. Also das ist schon ein Problem. Und ich will nicht die Landwirtschaft alleine dafür verantwortlich machen, weil wir Verbraucher fordern auch gewisse Lebensmittel ein, die sie halt produzieren. Aber natürlich ist da der große Treiber dahinter. Ja, wird. Vielleicht nur ganz kurz, weil ich das nicht vorstellen konnte. Wir haben in unserem Bericht doch eine Meta-Analyse gemacht mit knapp 400 Studien explizit für Deutschland, wo wir den Zusammenhang zwischen biologischer Vielfalt und Ökosystemleistung untersucht haben, für verschiedenste Ökosystemleistungen, Kohlenstoffsequestrierung, Klimastabilität, kulturelle Leistungen. Das ist hochsignifikant positiv. Also wir können wirklich auch für Deutschland zeigen, dass biologische Vielfalt einen systemischen Wert hat. Frage der Kollegin finde ich sehr interessant. Warum weiß man über urbane Räume, die doch geradezu als neue Biodiversitäts-Hotspots gelten, fast nichts? Und das setzt sie in Anführungsstrichen, weil sie sich da auf Ihren Vortrag bezieht, Herr Wirth. Frau Mehring, jetzt haben Sie genickt. Ich weiß nicht. Nee, das soll ja nicht. Ja, Herr Brühlheit, Sie haben. Ich nehme die Frage, weil ich tatsächlich mit dafür verantwortlich war, die gesamten Zeitreihen zusammenzutragen. Was wir haben an Zeitreihen sind opportunistische Daten. Das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mal vor 50 Jahren Dauerflächen angelegt haben oder Fallenserien aufgestellt haben und die befinden sich in der Regel nicht in Städten. Das liegt meistens vielleicht auch daran, dass solche Sachen dann dort gestört werden. Also wenn Sie, sag ich mal, eine Barberfalle irgendwo in einem Park aufstellen, da müssen Sie ganz andere Dinge berücksichtigen, also das Spiel der Kinder, sie finden und so weiter, als wenn Sie es irgendwo im Wald verstecken. Also das ist einer der Gründe, ne? Das sind opportunistische Daten und uns fehlt einfach das systematische Monitoring dafür. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum unsere Daten über die urbanen Räume auf der Ebene der Ökosysteme selbst sehr gering sind. Aber natürlich wissen wir sehr viel über die gesamte Diversität in den Städten. Das ist durchaus bekannt. Also wir wissen tatsächlich,
Viele Städten haben Floren oder auch Checklists für Tierarten. Also was potenziell dort vorkommt, ist bekannt. Wir wissen aber nicht, wie es sich verändert hat. Na, also da fehlt uns das konkrete Monitoring. Das ist der Grund, warum gerade bei den urbanen Zeitreihen sehr wenig gemacht wird. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lieber irgendwo im Wald, im Grünland oder in Alpen rumlaufen, als in den Städten, in denen sie sowieso arbeiten. Frau Klein, Sie hatten sich auch gemeldet, ja? Ja, vielleicht kurz zum Ergänzen. Also wir wissen bei den Wirbeltieren in der Stadt, da haben wir Daten zu, da gibt es negative Trends. Das ist das Einzige, was wir da sagen können. Und die Grünflächen insgesamt, dass sie insgesamt abgenommen haben, obwohl man da wieder genauer gucken muss, in welcher Stadt, in welchem Stadtbereich. Manchmal haben sie auch zugenommen, aber diese Gesamtheit hat auch abgenommen. Was wir halt nicht wissen, sind diese Sukzessionsbrachen, zum Beispiel Industriebrachen, die wir für sehr wichtig halten, oder die ganze Gründächer, diese Bepflanzung, da haben wir noch keine Daten zu, und das wäre ganz wichtig, das demnächst dann halt zu bekommen. Frau Mehring, jetzt versuche ich mal, bevor Sie nicken können, eine Frage an Sie zu adressieren. Hoffe, dass ich damit nicht ganz daneben liege, denn ein Kollege hat auf den kurzen Vortrag von Herrn Wirth vorhin gesagt, wie kann man denn den Gegenwind reduzieren und die Menschen vom Wert der Biodiversität überzeugen? Ja, da antworte ich sehr gerne drauf. Da gibt es zwei Ansätze, die ich vielleicht nennen möchte. Das eine ist, wir konnten in unseren Arbeiten im Transformationskapitel zeigen, dass es nicht alleine nur durch ökonomische Ausgleichsmaßnahmen oder ökonomische Anreize, sondern zum Beispiel auch in einer stärkeren Beteiligung von entsprechenden Personen an Prozessen zur Umsetzung von Biodiversitätsschutz, dass das durchaus sehr positive Wirkungen zeigen kann. Also das heißt, dass ein Runterbrechen, sage ich mal, die nationale Biodiversitätsstrategie zum Beispiel wurde ja vorhin auch schon genannt, und ein Runterbrechen der Maßnahmen und Instrumente, die dort vorgeschlagen werden, wirklich auf lokale Ebene. Und dann auch nochmal ein gemeinsames Aushandeln mit den entsprechenden Akteuren vor Ort einfach auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich glaube, es braucht, oder unsere Arbeiten haben auch gezeigt, es braucht Kümmerer vor Ort, und es braucht quasi auch sich ein Aneignen des Themas und auch ein Aneignen der vorgeschlagenen Maßnahmen. Und einen zweiten Punkt, den ich nennen möchte, ist, dass es sehr wichtig ist, wenn man über die Gruppe der Landwirtschaft, die Gruppe der Forstwirtschaft oder die städtischen Akteure oder die ländlichen Akteure spricht, dass uns da immer bewusst sein muss, dass das keine homogene Gruppe ist, sondern das sind sehr heterogene Gruppen, und die Motive und Barrieren, warum sich jemand für biologische Vielfalt interessiert und einsetzt und warum andere das wiederum nicht tun, die können ganz unterschiedlicher Art sein. Die können eine emotionale Ebene haben, die können schon auch eine ökonomische Ebene haben, sie können aber auch eine soziale Ebene haben, weil vielleicht der eine Landwirt einfach nicht möchte, dass er schlecht vor seinem Nachbar dasteht und als der Öko in eine bestimmte Ecke gestellt werden möchte, obwohl er vielleicht eigentlich gerne etwas tun möchte. Und ich glaube, da gilt es in der Forschung noch viel mehr den Fokus darauf zu legen, diese Heterogenität in diesen Gruppen besser zu verstehen und damit eben auch die Motive und Barrieren zu verstehen, damit man die Leute jeweils da, wo sie stehen, auch besser abholen und mitnehmen kann. Aber das heißt ja, Kommunikation ist der Schlüssel sozusagen, ne? Und ich frage mich dann auch immer, was hat sich denn aus Ihrer Wahrnehmung, also jetzt an die Runde, in den vergangenen Jahren verändert in der Kommunikation rund um das Thema? Man sagte immer, der Klimawandel, der wird viel kommuniziert, auch in den Medien, auch in den Schulen, wie auch immer. Beim Thema Biodiversität ist das immer ein bisschen schwieriger. Und ich erinnere mich, Frau Klein, dass Sie eine Studie veröffentlicht haben in PLOS Sustainability and Transformation mit sozusagen dem Who is Who der Biodiversitätsforschung, wo Sie ja auch gesagt haben, okay, welche Player brauchen wir denn, um da die Kommunikation tatsächlich zu stärken, zu verbessern? Aber hat sich da schon was getan, wenn wir vielleicht die letzte Dekade uns angucken? So, ich kann da gern was Sechs zu sagen. oder? Genau, die letzte UN-Dekade war ja zum Beispiel auch Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da war das ja auch ein ganz spezieller Fokus. Und ich denke, dass, genau, es wurden ja auch für viele unterschiedliche neue Formate, zum Beispiel auch Beteiligungsformate,
in dem Zuge auch zum Beispiel etabliert. Wir sehen auch, dass zum Beispiel im Rahmen der Naturbewusstseinsstudie, die alle 2 Jahre regelmäßig durchgeführt wird, das ist eine Bevölkerungsbefragung für Deutschland, dass der Indikator für Wissen und Bewusstsein bezogen auf biologische Vielfalt steigt. Also das heißt, die Bildungsmaßnahmen oder auch die Kommunikationsmaßnahmen, die zeigen durchaus eine positive Wirkung auf der Bewusstseinsebene bezogen auf biologische Vielfalt, aber das übersetzt sich noch nicht unbedingt ins Handeln. Und da sehen wir eigentlich eine große Lücke. Und da fehlt es eigentlich auch an das, was wir Handlungswissen nennen. Also wie kann ein Wandel eigentlich gestaltet werden? Wie kann der aussehen? Was kann jeder und jede Einzelne tun? Und da kann, glaube ich, auch Kommunikation und auch zum Beispiel Bildung für nachhaltige Entwicklung in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen, auch mit unterschiedlichen Beteiligungsformaten. Und wenn Christian die Folien zu Ende gezeigt, hätte können, dann wäre auf der letzten Folie ja zum Beispiel auch der Punkt gekommen zu den Reallaboren und Ähnlichem. Ich weiß nicht, ob du dazu noch ein bisschen was sagen möchtest. Ja, vielleicht ganz kurz. Also ich denke, Biodiversität ist auf jeden Fall positiv konnotiert, und das Bewusstsein hat zugenommen, aber es ist noch zu sehr, ich nenne es mal, in der Naturschutzecke. Also das Bewusstsein dafür, dass Biodiversität ein Lebenserhaltungssystem für ist, dass nur mit Biodiversität Klimastabilität erreicht werden kann, dass nur mit Biodiversität auch ohne Zugabe von allzu viel Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Energie Erträge erwirtschaftet werden können. Das hat sich in der Gesellschaft noch nicht durchgepaust, ist aber sehr wichtig dafür, um auch wirklich zu verstehen, warum wir uns darum kümmern müssen. Ich sage immer, wenn wir die erste große Biodiversitätskrisenleugnerschaft bekommen, dann haben wir es geschafft. Frau Klein, Sie hatten sich auch gemeldet mit Blick auf die Uhr und noch vielen Fragen, die wir ja haben, würde ich sagen, sagen Sie gerne noch, was Sie sagen wollten, aber nee, ist okay. Gut, Ist weil okay. Ich hätte sonst noch was aus dem Agrarbereich spezifisch gesagt, muss aber nicht sein. ich glaube, bei dem Thema haben wir alle so unsere Wahrnehmung und es ist total interessant, das übereinander zu legen, aber leider sind wir ja limitiert hier auch in der Zeit. Ich weiß nicht genau, an wen ich die Frage stellen kann, deswegen schieße ich sie mal ganz gemein einfach in die Runde. Ich beginne mit dem Zitat. Die gute Nachricht, dass es im Wald und an Binnengewässern positive Trends gibt, zum Beispiel von Vögeln und Säugern. Wie ist das zu erklären? Gibt es dort mittlerweile mehr Naturschutz, mehr Wildnis? Also kann ich mal was für den Wald probieren. Es ist schon länger so, dass es eine Abkehr von der Monokulturwirtschaft gibt. In der letzten Dekade der Bundeswaldinventur hat man beispielsweise festgestellt, dass es einen Zuwachs gab von 18% Totholz. Da war man jetzt so ungefähr bei den 20 Kubikmetern pro Hektar Anfang der 10er Jahre angekommen. Und für eine gute Biodiversität braucht man so zwischen 20 und 50 Kubikmeter in dem Wald. Das hat sich also tatsächlich zum Guten hin verbessert. Und man kann davon ausgehen, dass die Vögel, die natürlich dann Insekten fressen, die dort in dem Totholz wohnen, dass das schon seine ersten positiven Wirkungen zeitigt. Auch der Anteil von Mischwäldern ist in dem Zeitraum schon bereits leicht gestiegen. Und wenn wir die nächste Dekade noch dazu nehmen würden, da warten wir jetzt auf die Ergebnisse der neuen Bundeswaldinventur, da werden wir sehen, dass wir noch sehr viel mehr Totholz haben. Und 40% der Organismen in einem Wald sind auf die eine oder andere Weise vom Totholz abhängig. Also das könnte einer der Gründe sein für das Ökosystem Wald. In den Gewässern gibt es andere Bedingungen. Ich könnte mit den Gewässern weitermachen, nicht? Bei den Gewässern liegt es daran, dass unsere Fließgewässer vor allem sauberer geworden sind. Das hat sehr positive Trends gegeben. Also wir haben sehr viele Wirbellose, die tatsächlich in den Gewässern zugenommen haben, beispielsweise Libellenarten, nicht? Bei unseren Libellenarten haben wir generell einen positiven Trend, aber es sind vor allem die Fließgewässerarten, die davon profitiert haben. Auch die Vögel haben davon profitiert. Das heißt also, es zeigt schon, dass die Gewässerreinhaltung tatsächlich viel bewirkt hat. Und das hat sich auch durchgepaust. Also selbst auf die Nährstoffeinträge in Ostsee und Nordsee, nicht, die da durch die Fließgewässer hereinkommen, haben wir dann rückläufige Verschmutzung im Moment. Leider auf einem sehr
hohen Niveau ist das jetzt gerade stagniert. Das heißt, also wir würden noch ein hohes Potenzial sehen, dass sich die Gewässerqualität noch weiter verbessert. Aber das sieht man in ganz Europa, dass es im Moment in den letzten Jahren nicht weiter bergauf geht. Also da ist noch Potenzial drin. Und zu den Küsten würde ich noch hinzufügen, dass es dort zum Beispiel den Säugetieren gut geht. Das kann man auch sehr schnell festmachen. Wir haben nur drei Säugetierarten in der Nordsee: Schweinswal, Seehund und Kegelrobbe. Das liegt an einem ganz strikten Schutz dieser Tierarten, die wirklich, also Kegelrobbe war fast ausgerottet, sich wirklich wieder erholt haben. Es gibt heute weit über 2000 Exemplare davon in der Nordsee. Also es zeigt auch, dass ein ganz konsequenter Artenschutz sehr, sehr hilfreich sein kann. Und Herr vielleicht Brunner, jetzt, jetzt um haben das Sie. Also, nochmal ganz kurz abzurunden. Also Naturschutzforschung wird ja schon eine Weile gemacht und wir kennen sehr viele Tricks und Kniffe, um Biodiversität wirklich zu fördern. Diese Beispiele zeigen, wenn man mal was tut, dann passiert auch was. Also wir haben es in der Hand, wir können es zum Besseren wenden. Die Umsetzung ist ein Problem. Wenn Sie die Wasserrahmenrichtlinie nehmen, wir hätten ja schon eigentlich bis 2021 alle Gewässer in einen guten ökologischen Zustand verfrachtet haben sollen. Dann ist das verlängert worden bis 2027 und die Prognose ist, dass wir wahrscheinlich bloß 18% der Gewässer in diesen Zustand bekommen. Das heißt, mit anderen Worten, Strafzahlungen aus der EU stehen an. Und das bedeutet auch, die Ideen haben wir, das Knowledge haben wir, aber an der Umsetzung hapert es, am Geld, an der Zeit, am Willen. ich hatte es in der Vorbesprechung ja auch schon gesagt, dass Journalistinnen und Journalisten gerne immer auch konkrete Beispiele hören. Und Herr Brühlheide, Sie haben jetzt gerade schon drei Säugetierarten in den Meeren genannt. Aber eine Kollegin fragt trotzdem noch, indem sie vorher beschreibt, bisher ist es sehr schwierig, das Thema Biodiversität oder Artenvielfalt so aufzubereiten, dass viele Menschen damit erreicht werden. Haben Sie vielleicht ganz konkrete Beispiele für Schlüsselarten, an denen man in der journalistischen Berichterstattung ansetzen könnte, um die Relevanz herauszustellen? Naja, unter Schlüsselarten verstehen wir solche Arten als Ökologen, die wirklich einen ganz erheblichen Effekt auf Ökosystemwirkungen haben, nicht? Da wäre in den Fließgewässern, würde einem sofort der Biber einfallen, der tatsächlich auch Gewässerstruktur verändern kann. Im Boden würde einem da der Regenwurm einfallen. Es gibt tatsächlich in vielen Ökosystemen tatsächlich solche Schlüsselarten. Die sind natürlich nicht unbedingt besonders cozy, ne? Also um damit bei Schulkindern so einen Kuscheleffekt hervorzurufen, Biber vielleicht noch, Regenwurm vielleicht weniger. Es macht sicherlich Sinn, dass man solche Arten, die wirklich jeder kennt, ne, da gehört tatsächlich, und Alex wird jetzt die Stirn runzeln, auch die Honigbiene zu, die ja auch das Wappentier war für Schützt die Bienen. Das muss uns aber immer klar sein, dass das wirklich nur Vehikel sind, um damit dann beispielsweise bei der Biene die anderen 600 Bienenarten, die wir in Deutschland haben, auch mitzunehmen. Nicht? Also es muss dann immer auch das Vehikel sein, zu sagen, aber es gibt ja noch viel mehr. Nicht? Und das ist so ein Problem, glaube ich, was Journalisten häufig haben, dass sie dann sagen, ja, wir haben so ein Kuscheltier und da schreiben wir jetzt drüber, aber das dann den Sprung zu machen, dass es da noch viel mehr gibt. Ne? Es gibt auch noch viel mehr Regenwurmarten. Nicht? Man müsste sich die auch mal genauer ansehen. Da liegt, glaube ich, die Schwierigkeit. Okay, ich sehe gerade, dass 15 Uhr ist, aber ich habe mit den Expertinnen und Experten vorher gesprochen und alle sind bereit, auch gerne noch ein paar Minuten zu überziehen, insofern wir interessante Fragen haben. Und da dem so ist, nehme ich dieses Angebot jetzt einfach an und ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie auch noch Lust haben, ein paar Minuten länger da zu bleiben. Frau Klein, Sie hatten sich gemeldet und in dem Moment, als Herr Brühlheide Kuscheltiere sagte, dachte ich, ah, wahrscheinlich haben Sie mit vielen Tieren zu tun, die jetzt nicht zwingend in die Kategorie fallen und trotzdem gibt es da Schlüsselarten, die vielleicht für Journalistinnen interessant sein könnten. Also, wenn Sie sich mit Bienen beschäftigen und die einmal durch so ein Binokular angeschaut haben, dann finden Sie, das ist ein Kuscheltier. Und deswegen ist das extrem wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir Bildung betreiben und dass die Menschen diese Tiere mal wirklich so richtig sehen. Und da wollte ich nur sagen, vielleicht war mit der Frage auch Indikatorart, also auch einfach nur, wer ist der Verlierer, wer ist der Gewinner gemeint? Weiß ich nicht so genau. Und da würde ich sagen, da haben wir schon sehr, sehr viele. Aus meinem Bereich bei den Bienen könnte ich sagen, die Holzbienen sind die Klimawandelgewinner momentan. Die Hummeln sind die Klimawandelverlierer. Wenn ich auf die Landnutzung gucke, habe ich die langrüsseligen Hummeln. Da gibt es viele Arten darunter. Das sind die Verlierer. Die kurzrüsseligen, vor allen Dingen zwei Arten, sind die Landnutzungsgewinner. Nur sind da viel weniger Arten bei den Gewinnern momentan noch als bei den Verlierern. Vielleicht wird sich das ändern, wenn dann ganz neue Arten hier rüberwandeln durch den Klimawandel noch dazu.
Aber da können wir schon ganz konkret aus allen Bereichen, auch bei den Vögeln, überall Namen auch nennen. Und da können die Journalisten uns ja auch gerne nochmal anschreiben. Genau, dann nochmal vielleicht da der Hinweis, ist, wie der gemeine Horizontalteaser. Nachher kommt eine Mail, da sehen Sie auch nochmal einen Kontakt drin, an den Sie sich wenden können, wenn Sie konkrete Nachfragen noch haben oder auch noch Interviews nachfragen wollen. Frau Mehring, ich versuche nochmal Sie mit reinzuholen. Im Oktober ist ja die UN-Biodiversitätskonferenz in Kolumbien. Kann man denn auf Basis dieser Forschungsergebnisse für Deutschland jetzt Erwartungen oder Forderungen an diese Konferenz formulieren? Ja, oh, das ist eine große Frage. Das ist eine gute und wichtige Frage. Also ich glaube, ich sehe da einerseits den Punkt der Dringlichkeit. Und das hatten wir, oder das ist ein Ergebnis aus unserer Arbeit im Faktencheck allgemein ja auch. Und Christian, du hättest das auf deiner Folie auf einen der letzten ja auch als Deutschlandtempo dort bezeichnet. Also das heißt, dass die Ergebnisse insgesamt eigentlich zeigen, einerseits, es ist jetzt notwendig, es ist jetzt zeitlich dringend notwendig, etwas zu tun. Und wir haben ja vorhin schon angesprochen, einerseits auf politischer Ebene, gesellschaftlicher Ebene, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene. Und unsere Ergebnisse zeigen aber auch, dass es möglich ist. Und das sind eben unter anderem auch die Arbeiten bei uns aus dem Transformationskapitel, wo wir ja auch darlegen, wie eben ein Wandel in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft denn auch angestoßen und unterstützt werden kann. Und in dem Sinne erhoffe ich mir für die Verhandlungen im Herbst in Kolumbien, dass unsere Ergebnisse dann über die deutsche Delegation, CBD-Delegation, dort auch eingetragen werden. Und ich denke auch einerseits die Positivbeispiele, die wir gesehen haben, dort auch mit aufgenommen werden können. Und aber eben andererseits auch die Dringlichkeit für das Handeln und auch den politischen Rahmen und die Verbindlichkeit entsprechend zu setzen, dort auch mit aufgenommen und adressiert werden kann. Das war jetzt eher ein Wunsch, das Letztere. Herr Wirth, Frau Mehring sagte, Sie hätten da wahrscheinlich was in Ihrer Folie zugesagt. Wenn Sie das noch kurz ergänzen, Herr Brühlheit, ich habe Ihre Hand auch gesehen, aber also mit Bitte um kurze Antwort, wenn möglich. Ja, also die kurze Antwort wäre, es braucht unbedingt eine Verbindlichkeit der Umsetzung der Ziele, die wir uns ja schon bereits gesetzt haben. Wir wissen, dass wir versprochen haben, bis 2030 30% unserer Fläche in Deutschland unter Schutz zu stellen, 10% davon unter strikten Schutz. Da muss man sich dann natürlich auch ehrlich machen und sagen, wie weit sind wir dort? Und wir haben noch einiges an Strecke vor uns. Und es hängt sehr viel auch an der Finanzierung von den entsprechenden Umsetzungen. Und es hängt auch sehr viel davon, dass wir sektorübergreifend die unterschiedlichen Richtlinien und Gesetzgebungen so aufeinander anpassen, dass sie aufhören, miteinander zu konkurrieren. Hochwasserschutz versus Naturschutz, Bioenergie versus Naturschutz etc. Das ist ganz dringend zu machen, aber es gibt auch sehr positive Beispiele. Ich habe schon das Programm für den natürlichen Klimaschutz erwähnt. Also das ist wirklich ein kleiner Gamechanger, wenn das realisiert werden kann. Und weil Sie es gerade von sich aus angesprochen haben und die Frage ja auch über den Chat kam, Sie und also das Montreal-Kunming-Abkommen also das 30-30-Ziel, sieht man denn da schon etwas, dass sich das positiv bemerkbar macht? Also die Fläche der Naturschutzgebiete in Deutschland ist so in der Größenordnung von, ich glaube, 3,5 auf 4,6 angestiegen. Also da ist durchaus noch Luft nach oben. Ausweisung neuer Nationalparke wäre sicherlich eine gute Idee dafür. Da hat es in der Vergangenheit auch immer wieder mal Schwierigkeiten gegeben. Diese neuen Gebiete, die jetzt dazukommen, bei der Renaturierung und Wiedervernässung beispielsweise wird einen größeren Gewinn abwerfen. Also da gibt es verschiedenste Programme, aber die Zahlen, die wir vorlegen können, da ist Luft nach oben. Herr Brühlheide, Sie hatten sich auch gemeldet. Möchten Sie auch noch kurz ergänzen? Ja, ich würde noch ganz kurz auf Kunming zurückkommen. Wir müssen ja auch sehen, dass Deutschland hier vielleicht eine Vorreiterrolle spielen könnte. Als drittgrößte Volkswirtschaft der Erde mit dem größten, also drittgrößten Bruttoinlandsprodukt wären doch wir es, die zeigen könnten, dass man ein Wirtschaftswachstum hinkriegt, aber gleichzeitig nicht dabei die Natur kaputt machen muss.
Und dieses Wirtschaften mit Natur, mit Biodiversität, das ist ja eine auch der Hauptaussagen und des Faktenchecks und auch die einzige Möglichkeit, wirklich die 30% Vorrangflächen für Biodiversität hinzubekommen, indem wir auf einem Großteil dieser Flächen auch wirtschaften. Das wäre etwas, was man wirklich in Kunming auch transportieren müsste. Und auf der anderen Seite, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, glaube ich, muss man dafür sorgen, dass es nicht zu diesen Leakage-Effekten kommt, die ja im Moment wirklich auch katastrophale Folgen haben. Also wenn wir umstellen auf Biokraftstoffe, die aber aus Palmöl produzieren, die wiederum dann aus Indonesien bezogen werden, dann vernichten wir dort Biodiversität dafür, dass wir unsere Energiewende schaffen. Und das muss auch in Kunming ganz klar, in Kunming, auf der nächsten COP ganz klar gemacht werden, dass wir das unter allen Umständen in Deutschland verhindern werden. Bevor ich jetzt gleich zur Schlussrunde komme, wo ich Sie alle nochmal einbinden möchte, aber trotzdem noch eine Frage, die total wichtig ist für das Verständnis, glaube ich, von all dem. Eine Kollegin fragt, der Rückgang von Arten muss sich ja immer auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen. Welcher wird da bei der Biodiversität angenommen? Und gibt es da Verzerrungen, weil zum Beispiel schon vorher möglicherweise durch menschliches Handeln die Artenvielfalt abgenommen hat? Ich sehe Nicken und Lächeln. Also das ist eigentlich eine Frage für dich, Helge, aber ich sage mal, bei der Erholung der Biodiversität in den Fließgewässern profitiert die Statistik davon, dass man bei einem sehr, sehr, sehr schlechten Zustand angefangen hat. Also in Westdeutschland in den 70er Jahren waren viele Gewässer biologisch fast tot. Sie kennen die Thematik auch in den ostdeutschen Flüssen. Da ist es leicht, sich davon zu erholen. Aber die Referenzthematik ist eine wichtige. Also ich würde sagen, für die terrestrischen Gebiete vor der großen Flurbereinigung und vor der starken Intensivierung der Landwirtschaft mit starken Düngergaben und Einsetzen von Pflanzenschutzmitteln. Das wäre die Referenz. Herr Brüller, weil es gerade als Frage für Sie angeteasert wurde, kurze Ergänzung. Ja, wir haben im Faktencheck im Grunde das Jahr 1990 genommen, weil wir ab da sowas haben wie ein systematisches Monitoring, also beispielsweise im Bereich der Vögel. Die opportunistischen Zeitreihen, die schon erwähnt wurden, reichen teilweise weiter zurück. Also wir haben Zeitreihen, die bis 1920 zurückreichen und da können wir das tatsächlich sehen. Also da gibt es für die Pflanzen und ich als Botaniker habe da vielleicht am meisten Hintergrund zu. Tatsächlich den Befund, dass wir in den 70er und 80er Jahren tatsächlich dieses Auseinanderdriften hatten in der Biodiversität. Das war zu der Zeit, als noch großräumig Flurbereinigung gemacht wurde, als die Flächen intensiviert wurden, als die Feuchtgebiete entwässert wurden und so weiter. Da haben wir einen Großteil der Biodiversität verloren. Also wir wissen das. Das ist ein Baseline-Problem, deswegen wir würden gerne mal 1950 ansetzen, haben aber dafür nicht die Daten. Und wenn ich das auch noch sagen darf, was immer wir jetzt machen, es werden neue Monitoring-Projekte gerade überlegt, auch von dem Nationalen Zentrum fürs Monitoring der Biodiversität, dem Bundesamt für Naturschutz. Was immer gerade geplant ist, das wird jetzt anfangen. Also wir werden all das, was wir jetzt monitoren, nur auf dem Niveau weitermachen können, auf dem wir gerade sind. Deswegen sind diese alten Daten, die wir hier mobilisiert haben, auch von höchster Wichtigkeit. Okay, ich komme jetzt zur Schlussrunde und da würde ich alle vier Sie gerne nochmal mit einem kurzen Statement zu ein und derselben Frage haben. Und ich gestehe ein, dass die Idee zu dieser Frage, Herr Wirth, aus einer frühen Version Ihrer Präsentation kommt und ich nicht weiß, ob die immer noch drin war. Aber dort gab es eine Folie, da stand drauf, es gibt viele Wege, aber es gibt nicht den einen Weg. Wenn ich mal bei dieser Metapher bleibe, Wege können sich schlängeln, sie können sich gabeln, sie können auf Hindernisse stoßen. Was ist denn aus Ihrer ganz persönlichen Sicht das wesentliche Element, das sozusagen der Weg, für den wir uns entscheiden, immer in die Richtung führt, in die wir wollen? Ich würde gerne die gleiche Reihenfolge wie vorhin machen, Frau Klein, deswegen mit Ihnen beginnen. Geht nicht, dass wir nur einen Weg gehen. Es ist ganz klar, wir wollen Biodiversität fördern, wir können nicht eingehen. Aber einen wichtigen Weg, den ich jetzt nennen werde, und die anderen können dann andere Wege wahrscheinlich nennen, ist für mich der Zugang durch die Bildung. Und das habe ich vorhin auch schon gesagt, nur das, was wir kennen, das schützen wir. Wir kennen Studien, wir haben Studien, wo wir verglichen haben, Jugendliche, die in intensiven Weinbergen groß geworden sind oder in traditionellen, und die haben ein ganz anderes Verständnis von Biodiversität. Und dieses Verständnis, also dass es überhaupt Biodiversität gibt und was das für Arten sind, das müssen wir in unser Bildungssystem reinbekommen.
Und das bekommen wir ja noch nicht. Wir wissen ja, dass die Schulen da ganz, ganz stark abgebaut haben. Und ich sehe jetzt auch nicht bei der Reform, dass sich das verändern wird. Und das halte ich für einen zentralen Weg von vielen. Frau Mehring, wie würden Sie den beschreiben? Genau, ja, also ich teile das Bild grundsätzlich, dass es viele Wege braucht für eine Trendwende zum Erhalt der Artenvielfalt. Und was ich aus unserem Kapitel oder aus der Arbeit an unserem Kapitel mitgenommen habe, dass ich als einen weiteren möglichen Weg sehe, dass Naturschutz eigentlich nicht länger als das Gegenteil von Naturnutzung verstanden werden sollte. Das wünsche ich mir eigentlich auch für die Zukunft. Und das bedeutet dann eben einerseits, dass wir nicht nur einen anderen Naturschutz brauchen, sondern dass wir vor allem auch eine andere Naturnutzung brauchen. Und wir haben jetzt in der letzten Stunde ja an der einen oder anderen Stelle da auch schon drüber gesprochen, dass wir eben Biodiversitätsschutz viel stärker in das wirtschaftliche Handeln, aber auch in das individuelle Anhandeln, in die eigenen Praktiken, in das Alltagshandeln integrieren müssen. Herr Brühleide? Ja, ich glaube, diese verschiedenen Wege, die Sie angesprochen haben, ist auch eine der Antworten auf die Frage, die wir im Chat hatten. Also, was kann man tun, um den Leuten Biodiversität nahezubringen? Im Grunde hat wahrscheinlich jeder Mensch ihre eigene Motivation, warum man sich für Biodiversität einsetzt. Also, man möchte Natur Natur sein lassen, wie in Nationalparken. Man möchte vielleicht davon profitieren, indem wir ein sicheres Wirtschaften haben, in dem saubere Luft produziert wird. Oder tatsächlich, man hat relationale Werte. Also, man liebt es, unter diesen Linden entlang zu laufen und man hat diese Bäume schon sein Leben lang gekannt. Jeder von uns hat, glaube ich, ganz besonderen Bezug in dieser oder der anderen Art und Weise. Und wenn wir auf Diversität setzen, dann ist es auch die Diversität der Motivationen, die am Ende alle das Gleiche bewirken, dass tatsächlich Biodiversität geschützt wird, gefördert wird und auch renaturiert wird. Aus welchen Beweggründen auch immer. Das sind die verschiedenen Wege, die wir hier haben. Herr Wirth, jetzt bin ich gespannt, wie Sie das abbinden wollen. Ja, die gesellschaftlichen Prozesse sind meines Erachtens die wichtigen. Wir müssen es irgendwie schaffen, gemeinsam mit sehr viel Kreativität und Energie einen attraktiven neuen Lebensstil zu entwickeln. Und die Politik muss das fördern, muss uns dabei helfen, das zu ermöglichen. Dazu gehört sehr viel. Zum Beispiel kann man aufhören, irgendwelche naturschädlichen Subventionen auszuzahlen. Aber sehr viel wichtiger ist es noch, wirklich einen neuen Umgang mit uns selber, mit der Natur in der Gesellschaft zu schaffen, der kompatibel ist mit Biodiversität und der vor allen Dingen die Biodiversität nutzt. Und als eine Facette davon ist es meines Erachtens notwendig, eine neue Form der Landnutzung zu entwickeln mit Forschung, wo also tatsächlich mit Biodiversität gewirtschaftet wird und mit Biodiversität am Ende auch Geld verdient wird und wo Erfolge in der Biodiversität belohnt werden, auch finanziell, sodass sich das für die Waldbauern und für die Landwirtinnen und Landwirte auch tatsächlich am Ende rechnet. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ordentlich überzogen, aber ich finde, es war jede Minute wert. Ich fand es total spannend und ich möchte jetzt und versprochenerweise zum letzten Mal darauf hinweisen nochmal, dass das Embargo ein bisschen nach vorne gerutscht ist. Es liegt jetzt kommende Woche Montag, den 30.09.2024 um 18 Uhr. Ab da können Ihre Berichte raus. Alle die, die jetzt hier waren, bekommen, können Sie eigentlich nichts gegen machen. Eine Mail von uns nochmal, in der auch eine E-Mail-Adresse drin steht, nämlich von der wissenschaftlichen Koordinatorin des Projekts Faktencheck Artenvielfalt. Und an diese Dame können Sie sich wenden, wenn Sie wissen wollen, zu welchem Thema Sie mit welcher Wissenschaftlerin oder welchem Wissenschaftler vielleicht am besten in Kontakt treten können, wenn Sie sehen, ach, für mich hier unten im Bayerischen Wald ist aber ein anderes Thema interessant als für die Kollegin oben an der Ostsee. Ich glaube, da wird in den kommenden Tagen sicherlich, werden Sie auch Ihre lokalen Andockpunkte noch finden. In dieser E-Mail wird auch die Präsentation mit drin sein. Wir werden den Video- und den Audiomitschnitt schicken und das Transkript kommt dann in der überarbeiteten Version morgen Nachmittag. Nach Ablauf der Sperrfrist finden Sie das alles wie gewohnt auf unserer Homepage. Und ich danke Ihnen, liebe Expertinnen, liebe Experten, sehr für Ihre Zeit und für Ihre Mühe. Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich sehe, die Zahl ist kaum runtergegangen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr. Ich war sehr gespannt auf diese Veranstaltung und ja,
Bin sehr zufrieden und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Herr Wenzel, vielen, vielen Dank.